Hier entsteht Denas Haus. Schwarzpulver, Spenden dringend erbeten, rein rechtliche Zwecke. Das ist nicht gut. Das ist auf keinen Fall gut. Und dann gibt's noch etwas ganz, ganz Schlimmes, und zwar... Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Das ist mittlerweile schon die 8. Folge und es gibt frische News für euch. Nicht wundern, warum ich jetzt schon wieder die Mütze aufhab, aber, meine Haare sehen heute ein bisschen scheiße aus. Und deswegen dachte ich mir so, ja schön, setze ich mir eine Mütze auf, weil ich meine Cappy nicht gefunden habe. So, gut, wie ihr hier seht, sind wir hier in einem tollen Raum, sage ich mal. Und da ich ja jetzt bei der Redaktion von From the Future arbeite, habe ich mir natürlich ein eigenes Büro besorgt, wo ich hier immer meine recherchierten Beiträge niederschreibe. Hier ist mein kleiner Laptop, mein kleiner PC. Und hier kann man schön sehen, dass es hier From the Future ist. Außerdem, wenn es irgendeinen Vorfall gegeben hat und ich brauche noch Infos, dann setzt sich die Person hier hin und es gibt ein klärendes Gespräch. Ich werde das hier noch ein bisschen schöner machen, dass das Ganze hier noch ein bisschen schöner ist. Aber gut, in der Folge hier werden wir auch schon ein bisschen damit anfangen, das Ganze hier ein bisschen schöner zu machen. Und dann werden wir natürlich auch noch hier ein bisschen Deko versuchen zu bekommen und so weiter. Und ich möchte euch natürlich auch noch warnen. Ja? In der letzten Folge gab es ja eine... Ups, ich habe ein schönes Gewand vergessen. In der letzten Folge gab es ja einiges an Diskussion, sage ich mal. Wegen der... /private. Ach so, ist glaube ich schon gesichert. Wegen der Sache mit Arno, ja? Also Leute, ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz die meisten Religionen, die es hier auf dem Server gibt. Und zwar ist das zu einem eben die Amino-Sekte, in der wir sind. Dann gibt es noch den Maudadismus, wo der ganze Mongo-Clan und noch andere aus der Stadt drin sind. Dann, so Moment, ich stelle die Grafikeinstellungen mal ein bisschen runter, so. Dann gibt es natürlich auch noch den Randy-Glauben, das ist natürlich der von Pixelwolf und Co. Und dann gibt es auch noch, wen haben wir denn noch? Haben wir noch irgendeine Religion hier? Genau, dann haben wir noch Dena mit seiner Führung als Präsident. Er hat Stadtrot wieder gerufen und ich muss euch jetzt mal was zeigen, was mich wirklich mehr als schockiert hat. Ich zeige euch das jetzt mal. So, erstmal hier. Gezielt über die Sprungplatte. Und Leute, ihr dürft, also bitte Leute, bleibt ruhig, wenn ich euch das jetzt zeige. Das wird ziemlich heftig werden. Das wird wirklich ziemlich heftig. So, Leute, bitte bleibt ruhig, ja? Ihr dürft nicht ausrasten. Hier entsteht Denas Haus. Schwarzpulver, Spenden dringend erbeten. Rein rechtliche Zwecke. Das ist nicht gut. Das ist auf keinen Fall gut. Und dann gibt's noch etwas ganz, ganz Schlimmes. Und zwar hier eine Botschaft gegen Amino. Oder wie das heißt. Das heißt, er wird sich gegen unsere Religion stellen. Solange wir ihm Schutzgeld zahlen, passiert uns nichts. Das ist natürlich so eine Sache. Ich musste zum Beispiel schon Schutzgeld zahlen. Ich habe jetzt erstmal 2 Diamanten und eine Eisenrüstung bezahlt. Dafür bin ich erstmal eine Woche safe. Und somit kann mir auch nichts passieren. Natürlich habe ich das nur gemacht, um darüber zu... natürlich ein Reporting zu machen, weil natürlich muss das alles in die Zeitung. Die Leute müssen gewarnt werden. Die Leute müssten einfach gewarnt werden. So, genau. Ich weiß gar nicht, habt ihr den Briefkasten schon gesehen? Das hier ist jetzt mein neuer Briefkasten. Und wir gehen jetzt einfach mal rein.
und machen jetzt ein bisschen weiter hier. Ich mache aber jetzt erstmal hier den Shader aus, damit das hier unten ein bisschen heller ist. So, genau. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Hier. Ich werde hier irgendwie noch sowas hinmachen. Da muss ich noch schauen, wie ich das am besten mache. Moment, wenn ich das hier wegpacke. Und dann hole ich mir ganz kurz die Behutsamkeitshacke. Und Eisen bräuchten wir dann dazu auch noch. Zack, zack, zack. Wollen wir hier Eisen? Eisen. Das würde mich jetzt echt interessieren. Glasscheibe, Eisen. Haben wir hier überhaupt... Ja, genau, hier haben wir noch Eisen. Redstone brauche ich auch noch. Redstone. Ich habe nur mal zum Test dieses Texture Pack hier drin. Ihr könnt mir sagen, wie ihr das findet. Ich finde, das passt ganz gut. Und ich habe auch mehrere Texture Packs hier drin. Zum Beispiel dieses 3D Craft oder das John Smith. Ich teste gerade so ein bisschen Texture Packs durch, weil ich gerne gucken möchte, was vielleicht am allerbesten hierfür passt. So, dann... wo ist unsere Spitzhacke? Unsere Enchanted... So... Die müsste hier doch normalerweise irgendwo sein. Haben wir keine mehr mit Behutsamkeit? Ach, hier. Okay. Und dann brauchen wir noch... Und jetzt haben wir die mit Behutsamkeit. Eisen haben wir auch. Dann brauchen wir nur noch Holz. Das haben wir unten. Und Cobblestone. Oh, hier haben wir noch Stein. Bruchstein. Perfekt. Dann gehen wir jetzt mal runter. Schleimbälle habe ich leider keine mehr. Die bräuchten wir vielleicht nachher auch noch. Denn ich möchte euch jetzt mal ganz kurz was zeigen. Also hier ist mein Büro. Hier unten habe ich meine Kiste, da wo alles versteckt ist. Perfekt. So. Und hier habe ich natürlich meine Werkbank. Hier ist mein Drucker. So, gucken wir jetzt mal, wie das geht. Zack. 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 So nicht. Und Cobblestone. Genau. Einen Kolben. Dann mache ich noch einen Kolben. Und zwar mit nochmal genau das gleiche System. Zack, zack. Perfekt. Und ich möchte das irgendwie so machen, dass hier dann irgendwie der Stein so rausfährt. Also wisst ihr, wie ich meine? Dass der Stein immer so rein und rausfährt. Da werde ich jetzt schnell gucken bei einem Tutorial, wie das funktioniert. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich, Idiot, habe jetzt ganz vergessen, dass ich aufgenommen habe. Das heißt, ich habe jetzt die ganze Zeit gebaut. Und ja, ich zeige euch jetzt mal diesen kleinen Geheimgang. Ich hoffe mal, es guckt hier keiner, der im Projekt ist, zu. Sonst weiß er, wo unser Geheimgang ist. Von innen muss ich jetzt noch ganz schnell eine Lösung finden. Sonst komme ich da ja nicht mehr raus, ne? Hier habe ich irgendwo die Redstone-Leitung. Müsste hier irgendwo sein. Genau, die haben wir hier. Und da muss ich jetzt eine Verbindung natürlich schaffen. Am besten irgendwie bis hier. Und dann brauche ich natürlich noch einen Knopf. Und den packen wir dann schön hier hin. Hä? Wieso wird das nicht activated? Hey, wake up! Bitte jemand erklären. Oh, Moment, wer hat mich angestupst? So, erstmal so bleiben. Ich muss jetzt, ich weiß auch nicht, wie ich das am besten mache. Ich muss da jetzt mal ganz kurz gucken. Das hier packe ich hier mal weg. Ich denke, dass ich es anders machen muss. Ich denke, ich muss es tatsächlich so machen. Perfekt. Weil dann kann ich jetzt hier wieder diesen Baumstamm setzen hier und könnte theoretisch... Ah, ich habe eine bessere Idee. So, dann packe ich hier ein Teil hin und den Knopf packe ich dann hier hin. Perfekt. Somit ist quasi unsere Geheimtür jetzt vollkommen intakt. Das heißt, wenn man hier drauf steht, kommt man von hier hinten rein. Gut, das sieht jetzt ein bisschen auffällig aus, aber das wird alles noch retuschiert. Aber bis jetzt denkt man sich so, boah, hier sind zwei Schafe und hier sind ein paar Dinger und dann drückt man hier so drauf.
Und dann kommt man hier in mein Geheimlabor. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Und ja, so, mal ganz kurz gucken. In unseren Drucker könnten wir auch wieder so ein bisschen Fleisch rein tun. Dann gehen wir hier wieder raus. Und das Gute ist, es schließt ja auch schnell, sodass nicht die Gefahr besteht in irgendeiner Weise, dass da ein Eindringling sein kann. Und reinbauen ist ja sowieso verboten. Also von dem her ist es, denke ich, schon mal echt keine schlechte Idee. So, wir könnten die hier jetzt nochmal vermehren. Zack. Genau, ich vermehre euch. Macht Liebe! Macht Sex! Los, los! Ihr liebt euch doch alle. So, perfekt. Dann gehen wir hier wieder runter. Wasser. Zack. Schieberegler. Und jetzt müssen wir einfach nur noch warten, bis sie erwachsen sind. Und dann können wir die auch schon wieder braten. Was macht unsere Maschine hier? Ihr denkt euch so, boah, 3 Zuckerrohr. Nein, aber da waren schon 4 Stacks drin. Die habe ich heute alle verbraucht. Denn, das wollte ich euch auch noch zeigen. Hier, ihr seht, ich habe endlich eine eigene Zauberecke, wo ich selbst verzaubern kann. Weil ich finde, dass das immer so eine Kacksache ist, wenn... wenn ich immer so weit gehen muss. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal so gemacht. Hier kann ich noch ein bisschen was mit der Eisenspitzhacke abbauen. So ein bisschen Stein, damit das hier vorne vielleicht noch ein bisschen schöner aussieht. So. Und das dann vielleicht auch nicht so auffällig ist. Weil das hier, das sieht schon echt ganz schön auffällig aus hier. Sieht einfach unnatürlich aus. Und wenn wir das mit Stein machen, dann fällt das natürlich nicht auf. So, hier noch ein bisschen Stein holen. Zack. Ja, außerdem sogar fehlt uns der Stein nicht, da ist ja schon okay. Und ja, das wollte ich euch auch noch erzählen. Ich habe meine Diamantspitzhacke mit Effizienz 5 verloren, ich Idiot. Weil ich einfach die ganze Zeit Level gefarmt habe. Und überhaupt nicht bemerkt habe, dass die kaputt wird. Super, zack, auf einmal höre ich es und weg ist sie. Zum Glück war das nicht die Glück 3 Spitzhacke, da wäre ich echt total eskaliert. Aber zum Glück hat das ja ganz gut funktioniert. Ich gucke jetzt mal, wie das aussieht, wenn das so wäre. Ja, denke ich, ist ganz gut. Ist ganz gut, würde ich sagen, ist ganz gut. Dann könnten wir hier auch noch den Block hier setzen und einen Steinknoten machen. Pam. Muss man hier halt so schnell drücken, so. Hier, das stört mich. Geh weg. Wie baue ich das ab? Ach so, okay. Das muss ich irgendwie am besten hier hinstellen. Und dann kann man hier so schnell rausgehen. Und dann hat sich das wieder geschlossen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, finde ich. Und ja, so, gut. Dann, wie gesagt, es gibt halt echt so brisante Stories, wo ich jetzt mal sage, das ist echt richtig krass, was derzeit so in unserer Stadt abgeht. Ich bin auch echt teilweise ein bisschen enttäuscht, weil ich mir denke, dieser Religionskrieg, der müsste doch nicht sein. Aber gut, wenn die Leute unbedingt in die Schlagzeilen wollen, na bitte, dann haben sie es halt. Dann schaffen sie es somit in die Schlagzeilen, auch wenn es die Negativschlagzeilen sind. Aber wenn man hier denkt, man muss Amino vom Thron stürzen, dann ist es nämlich so. Ich glaube, jeden Dienstag kommt die Folge mit, kommt die Zeitung raus. Ich glaube, jeden Dienstag. Und da freue ich mich echt schon auf die erste Ausgabe. Vor allem, weil wir wirklich recherchiert haben, wie die Schweine, sag ich mal. Sorry für meine Ausdrucksweise. Aber es wird auf jeden Fall sehr cool. Dann kann man jetzt im Chat auch farbig schreiben. Zum Beispiel, wenn ich sage und teste, dann schreibe ich einen Punkt. Dann ist der Punkt zum Beispiel rot. Das ist jetzt neu. Man kann jetzt auch in Farbe schreiben. Und das ist, finde ich persönlich, richtig, richtig cool. So, dann gehen wir natürlich auch wieder in unsere schicke Bude. Und ist die Facecam gerade ausgefallen? Oh nein, meine Facecam ist ausgefallen. Nein. So. Und ich würde sagen, wie jede Folge gehen wir wieder dahin, wo alles angefangen hat. Und zwar in unser... Jetzt finde ich selbst nicht mehr. Seht ihr, Leute, so gut versteckt ist das, dass wenn ich hier runtergehe, dass ich selbst nicht merke. So. Zack, erstmal hier schon rein. Und wie gesagt, hier werden noch einige Leute sitzen, die verhört werden oder wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen und ein nettes Kommentar. Wie findet ihr die Zeitschrift und würdet ihr euch die kaufen, wenn es die geben würde? Ich würde sagen,
Haltet ihr die Ohren steif? Ach ja, und genau. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie findet ihr das Texture Pack? Das würde ich wirklich sehr, sehr feiern. Und ich würde sagen, macht's gut. Haut rein und ciao.